Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Thief. Und wir haben das letzte Mal aufgehört, als wir in das geheime Lager von Aaron, unserer ehemaligen Schülerin, gekommen sind. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier so erwartet. Da oben ist anscheinend ein Loch zum Durchschauen. Hä? Was sehen wir denn hier? Joa. Was auch immer. Also das sieht so nach einer Falle aus. Aber haben wir nicht Fokus? Ja. Okay. Gut, diesmal bin ich wenigstens nicht in die Pfeilfalle reingesappt. Hier geht's anscheinend nach oben. Ich denke mal, das waren nicht die einzigsten Fallen. Hier ist nochmal ein Loch. Essen haben wir schon genug. Okay. Also irgendwie denke ich mal, ist da drin der Raum, den wir suchen. Ha, denkste. Dann gehen wir doch mal lieber hier rum. Und ja, wie kommen wir jetzt hier rein? Da ist nur die Falle. Ah. Das sieht auch gut aus. Z zum Beobachten. Ja. Ich hätte fast vermutet, dass wir da runter müssen. Oh, wo sind wir denn jetzt hin? Du bist noch nie hier gewesen, oder? Nein. Aaron? Was ist denn los, Garrett? Bin ich dir endlich zuvorgekommen? Ja, du bist vor uns gestorben, oder was auch immer mit dir passiert ist. Ich vermute immer noch, dass sie irgendwie in uns drin ist. Wieso bist du hier? Du bist tot. Vielleicht warten hier die Toten, wenn sie sonst nirgends hin können. Und jetzt bist du hier. Müssen wir irgendwie zu ihr hochkommen? Bist du tot, Garrett? Folge mir zur Wahrheit. Ja, das würde ich ja... Ah, okay. Anscheinend reicht es, wenn wir in ihre Nähe kommen. Ich hab dir zugesehen. Ich wollte sein wie du. Wir ähneln uns. Warum habe ich's probiert? Die Welt hat Gott. Schon einen Garrett. Was willst du von mir? Du sollst einen Schlüssel zur Wahrheit stehlen. Einen Schlüssel früher, also? Bevor ich Aaron wurde. Aber du musst ihn selbst finden. Das sind die Regeln. Okay. Such danach. Ich sag dir, wenn du nah dran bist. Vielleicht das Bild? Ah, okay. Nah dran. Ah, das ist noch ein Bild. Etwas weiter noch. Ha. Da ist auch ein Bild. Nein! Oh, Jemine. Ah, wir sind jetzt auch anscheinend wieder zurück. Aaron, dass ich etwas finde. Ich kann nicht gehen, ohne nachzusehen. Ah, da ist das Bild, was wir gerade eben gesehen haben, auch. Was ist das? Okay. Und warum hatte Aaron es? Sieht irgendwie nach einer Art Schlüssel aus. Für irgendwelche okkulten Apparate ist jetzt hier noch irgendwas versteckt. Mal schauen. Nö, sieht nicht so aus.
Hat sie einfach in ihrem Geheimraum ein Fenster nach außen gehabt? Hätten wir jetzt echt einfach da reingehen können? Im Ernst? Oh Gott. Ich glaube aber nicht, dass es so gewesen wäre. Das wäre doch irgendwie zu einfach. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier noch irgendwas finden können. Ja, folgen wir einfach mal dem Licht. Na klar, gehen wir ins Südviertel. Ja, ja, wir spähen ja schon durch so gut wie alle Löcher. Ich würde mal viel lieber den einen Händler da finden, der uns immer noch einen Schraubenzieher. Es hat rote Lampen. Also suche ich rote Lampen. Ich finde das Bordell. Der uns immer noch einen Schraubenzieher schuldet. Und wir müssen also wie passen. Wir müssen das Rotlichthaus finden. da geht's nach oben. Eine Schere. Ja. Der Fisch sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt gehen wir hier mal am besten nach oben. Ach nee, da kommen wir ja her. Auch wenn da oben noch irgendwas drauf ist, aber wie kommen wir denn da hoch? Eine Wache. Verdammt. Oh Gott, ich hoffe, der kommt hier nicht vorbei. Shit. Wenn wir uns jetzt beeilen, erwischen wir den, glaube ich, noch. Komm, 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 komm. Ach, Scheiße. Ja, ja. Der gehört dir. Haut mich einfach um. Genau. Ach, die Grundidee war gut. Nur die Ausführung war, glaube ich, etwas mangelhaft. Ja, ich lade ja schon. Verdammt. Wäre mal ein bisschen schneller gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich da hätte sprinten dürfen. Mal schauen, wenn der da jetzt wieder hochkommt. Vielleicht erwischen wir aber auch am besten erstmal den hier. Ha! So. Dann legen wir den mal schnell weg hier. Vielleicht am besten hier um die Ecke so ein bisschen. So, jetzt warten wir, bis der andere hier vorbeikommt. Da kommt er genau auf die Sekunde. So. Schnell. Taschendiebstahl. Ha. Perfekt. Und, ja, ich glaube, der steht hier an der Wand ganz gut. Ich meine, er liegt hier sehr gut an der Wand. Ja, mal gucken, was wir hier noch so finden. Können wir hier vielleicht nach oben noch? Ja. Ah. Was hier alles so rumsteht. Vor allem sehr, sehr viele Kronleuchter, muss ich sagen. Nee, Kerzenständer meine ich, nicht Kronleuchter. Da steht noch jemand. Aber ich glaube, da sollten wir vielleicht erst den da hier mal ausnocken. Ich glaube, der steht ungeschützter. Ja. Ja, auch nochmal beklauen. Jetzt schaffen wir ja mal die 10 Leute zu beklauen. Das gibt ja alles Bonuspunkte, habe ich gesehen am Ende.
Und es kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal nur einen schaffe. Jetzt habe ich wenigstens schon mal zwei. Gehen wir mal kurz hier in die Ecke. Oh, ich hoffe, das hat keiner gehört. Mal gleich mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier können wir... Nein, ein Schraubenzieher. Das verfolgt mich echt. Was ist denn hier hinten? Sollte ich da jetzt vielleicht reingehen mal? Ist ja anscheinend nur dieses eine Haus, aber... Mal gucken. Ja, ich glaube, ich gucke hier mal kurz rein. Das Sirenennest. Okay. Muss es in der Kanalisation lassen. Auf nichts verraten. Sie werden mich verfolgen und im Schlaf töten. Okay. Gott, was ist, wenn Sie die Schwermut sind? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal, hast du die rote Jenny gesehen? Hast du was gegessen? Nein, nein. Etwas. Was ist Elden ein Jahrmarkt ohne Attraktionen? Ist das hier nicht der Händler gewesen? Verzögert die Sache. Nur Mut. Ich habe nur etwas Mut für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Yeah, super. Ich brauche einen. Nein, nein, keiner. Ach, der hat. Ach Gott, bitte. Schraubenschlüssel. Yes. Ja, nein, ja. Super. Was bringt denn Rasierklingen? Ah, zum Entfernen von Gemälden. Das klingt doch auch ganz gut. Was haben wir hier? Den Drahtschneider. Deaktivieren von Fallen. Köcherkapazität. Erhöht die sichere Fallhöhe. Das hier klingt doch gut. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Was haben wir denn noch so? Also ich weiß nicht, soll man Fallen deaktivieren? Ach Gott, ja. Klingt doch ganz logisch eigentlich. Sinnvoll. So, haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Nö, aber... Ja, ich glaube, das passt so. Bleibt in den Schatten. Natürlich. Wobei, jetzt, wo wir erstmal einen Schraubenzieher haben, jetzt geht's ab. Jetzt wird hier alles festgeschraubt, wollte ich schon sagen. Alles abgeschraubt, was nicht nied- und nagelfest ist. Können wir gleich mit dem ersten Teil hier unten anfangen. So, wo war das denn? Ich glaube, das war irgendwo, als wir hier durchkrabbeln konnten. Da unten irgendwo. Ich glaube, auf der anderen Seite von dem Gang hier. Die Schwermut ist überall. Ha, genau. Bin ich doch jetzt mal gespannt, was das einbringt. Ein schönes Stück. Ach, das sind Sammlerstücke. Okay. Na, toll. Heißt das, wir müssen jetzt echt nochmal das alles hier absuchen nach diesen Goldteilen? Okay. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Nein, warum läuft der denn jetzt? Ach komm, im Ernst? Ich bin wie ein Hund in einem Käfig. Gib auf! Ja, ja. Ich lade ja schon neu. Ach komm, das ist doch aber echt ärgerlich. Warum steht er jetzt da? Den hätten wir so schön Taschendiebstahlen können. Ach toll. Schnell weg mit ihm noch. Nicht, dass der nochmal irgendwie für Aufsehen sorgt. Ein bisschen hier am besten gegen die Wand. So. Ja, oder so rum.
Da oben... Ach, verdammt, jetzt kommt gerade einer. Aber ich glaube, da oben können wir einfach den Pfeil dagegen schießen. Nicht, hört er das? Ja, er hört es. Schnell? Versteck mich! Ich habe Berthas Blumenbrosche zu Oxford Perry gebracht. Was? Warum? Das ist nicht das Schlimmste. Ich wollte unterwegs in einer Gasse pinkeln und da ist mir das Ding in die Kanalisation gefallen. Fix. Du solltest beten, dass dich die Schwermut früher erwischt als Bertha. Können wir da drüben rein? Ich speichere mal kurz. Ah, verdammt. Ja, dann lade ich mal lieber kurz. Warum können wir denn nicht von hier nach da drüben springen? Das ist doch echt dumm. Okay, hier können wir anscheinend rein, aber das müsste doch auch gehen. So. Besteck. Ist hier noch irgendwas? Mal schauen. Die Tür geht nicht auf. Nö. Okay, viel war das jetzt nicht, was da zu holen war. Kommen wir da rüber vielleicht? Yes. Mal gucken. Hier sieht es doch auch noch was aus. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber das läppert sich. So. Hier geht's auch nicht durch. Aber die wertvolle Untertasse und die dazugehörige Tasse. Alles meins. danach geht's nach drüben. Hier geht's auch nochmal lang. Ah, hier gibt's noch so jede Menge Zeug. Die Tür geht auch nicht auf. Dann glaube ich doch mal, war's das jetzt hier. Ja, scheint so. Vielleicht kommen wir da noch nach drüben. Das sieht doch gut danach aus. Soll ich es probieren? Ich habe ich save mal kurz, dann probiere ich das Ganze mal. Ha, okay. Ging leichter als erwartet. So, ich glaube aber, dass wir jetzt hier alles haben. Ja. Ja, war doch ein ganz netter Nebenverdienst. Okay, mal gucken, ob wir jetzt nochmal zu dem einen Raum zurückfinden. Ich glaube, das war da hinten, genau. Aber ich glaube, dann muss ich hier nochmal nach unten. So, und dann da wieder die Leiter hoch, ja. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass der eine jetzt kommt von vorne. So hungrig. Schnell. So, 1A. Und dann geht's hier noch rein. War hier noch irgendwo was? Vielleicht hier unten drin? Nö. Oder hier? Auch nicht. Hm. Musste noch irgendwas sein. Der Gang ist doch bestimmt nicht nutzlos. Irgendwas wird der Fluss schon für mich einschwemmen. Da geht's noch nach oben. Ist hier unten irgendwas zu finden? Bestimmt, aber das geht ja auch in alle Richtungen weiter hier. Der Fisch da vorne sieht auch... Der Hunger wird schlimmer. Ich habe 6 Mäuler zu stopfen mit einem Apfel. Mach nicht denselben Fehler wie Ruger. Was hat er jetzt wieder gemacht? Brot gestohlen. Die Schwarzkittel haben ihn aufgeknüpft, bevor es hinten wieder rauskam. Oh je. Na, aber wie es aussieht, neigt sich jetzt nämlich unsere Folge hier auch dem Ende zu. Und ob wir von den Schwarzkitteln aufgeknöpft werden oder
Ob wir vielleicht hier noch den Weg zum Bordell finden und was uns dort erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.